Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von OrgaTV. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Sendung. Folgende spannende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Zum ersten Motivation. Wichtig ist es, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind. Zum zweiten Faszination. Wie macht man die Mitarbeiter richtig heiß? Zum dritten Direktion, brüllend oder mit Verständnis, wie führt man seine Mitarbeiter? Und viertens, Kooperation, wie arbeiten Teams? Außerdem ist heute bei uns zu Gast Gegner, der Erfinder einer neuen Trendsportart, der Erfinder der Trendsportart Headies. Herzlich willkommen, René. Hallo, freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Liebe Zuschauer, wie Sie es gesehen haben, sind wir heute nicht im regulären OrgaTV Studio, sondern wir senden heute live aus der OrgaTV Küche, aus dem Küchenstudio. Denn Personalmanagement ist ja ein Mix aus verschiedenen Zutaten und so werden wir heute einen Eintopf für Sie zubereiten. Der besteht aus eben den vorgenannten Zutaten Motivation, Faszination, Direktion und Kooperation. Wir werden direkt anfangen. Wir haben auch schon was Kleines vorbereitet. Wir haben hier einmal ein wenig Pute angebraten und haben den Topf erhitzt. Der René wird jetzt die Zwiebel anbraten, die er dankenswerterweise schon geschnitten hat. Und während wir hier die Vorbereitung weiterführen, wollen wir Ihnen einen kleinen Ausblick zeigen, eine kleine Info. Und das geht jetzt über Headies, Filmmaterial. Mats ab bitte über Headies. Dem Spiel Headies, Kopfballtischtennis, steht Spaß immer im Vordergrund. Der Spaß im Spiel wird auch ganz leicht übertragen auf den Spaß bei der Organisation, bei den Mitarbeitern und bei den vielen Volunteers, die bei Headies zugange sind in allen möglichen Bereichen. Turnierorganisation, Spielverwaltung, Turnierplanung, Internetadresse, Internetauftritt. Die Zwiebeln braten, man hört's und kann's schon riechen, nur so ist es wirklich live. Der erste Beitrag über Headies, ganz interessant. Hier rührt noch an den Zwiebeln. Sehr schön, ja, macht nur alle rein. Und wir lassen die schön anbraten. Ich nehme mir inzwischen mein Messer. Ich habe mir bei Biolek angeguckt, dass man an jeden guten Eintopf auch einen Schuss Rotwein dran machen sollte. Den auch vor der Sendung schon geöffnet, damit er etwas atmen kann. Soll ich den Zwiebeln rübergeben? Angebraten sind, können wir den vielleicht direkt auch schon mal einschenken. Sehr schön. Die erste Zutat neben den Zwiebeln für unseren Eintopf soll die Motivation sein. Zur Motivation zu diesem schönen Thema haben wir einen kleinen Filmbeitrag vorbereitet und zeigen wir jetzt. So gut. Ja, wissen Sie, Müller, mir ist das ja auch schon aufgefallen. Ich bin ja nicht der Einzige hier und ich bin ja auch nicht blind. Aber wir verändern was. Ich habe neue Stühle bestellt. Sie kriegen einen neuen Schreibtischstuhl. Das ist doch mal was, oder? Wahnsinn. Super, dann sitzen Sie endlich bequem beim Arbeiten. Weil Sie ja so ein Einzelgänger sind und wir noch viele andere Einzelgänger haben, feiern wir alle zusammen Weihnachten.
nur Entwürfe gemacht. Was hältst du davon? Wissen wir, was wir noch machen? Sie kriegen mehr Geld. Leistungsbezogene Vergütung. Das ist überhaupt der Knaller. Sie kriegen pro Zeichnung 10 Cent mehr. Okay. Super, oder? Echt? So, Müller, auf, ab ans Werk. Müller, ich habe hier die neuen Umsatzzahlen. Was Sie da machen, sieht ganz gut aus. Dankeschön. Was halten Sie davon, wenn Sie ihn vertiefen werden? Dann könnten Sie Kunden gleich überzeugen von den neuen Produkten und auch Ihren Enthusiasmus mit einbringen. Wow, also, das klingt super. Das ist echt lange mehr geschafft. So, jetzt gönne ich mir erstmal Bier. Mach Feierabend. Das gut. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Und schauen Sie mal dieses T-Shirt. So, das würde Ihrer Tochter wunderbar stehen. Mach ich auch noch dazu, ja? Schauen Sie mal. Und weil Sie es sind, mache ich noch diese Brosche dazu. So, das macht 180 Euro. Dankeschön. Müller, das machen Sie sehr gut. Kommen Sie nachher mal in mein Büro. Tja, liebe Mitarbeiter, die neuen Umsatzzahlen beweisen es. Wir haben einen ganz besonderen Kollegen heute. Der Mitarbeiter des Monats ist der Herr Müller. Umsatz und Gewinn sind auf dem 2008er Niveau stagniert. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir einen ganz außerordentlichen Mitarbeiter in unserer Reihe haben, den neuen Mitarbeiter des Monats, den Herrn Müller, erwarten wir uns hier eine Steigerung um bis zu 80%. Wir werden in Saarbrücken eine wunderschöne neue Filiale eröffnen und der Herr Müller wird mit den neuen Hedges-Produkten da unser Filialleiter werden. So läuft's. Wir haben inzwischen weitergemacht. Wir haben die Zwiebeln angebraten, die Paprika sind schon im Topf. Werden wir hier weitermachen? Wie ist Hedges eigentlich entstanden? Ja, das ist jetzt schon fast die alte Geschichte, wie ich mit meinen Freunden im Schwimmbad das erste Mal gespielt habe. Und da zum Spaß. Dann haben wir da ein Video drüber gemacht und es wurde immer größer, hat sich verbreitet. Immer mehr Leute wollten spielen. Bis hin zu den Turnieren und der Turnierform, wie sie jetzt da immer stattfindet, ist das entstanden. Eigentlich aus einer Not heraus und jetzt läuft die Geschichte. Wann war das ungefähr? Das allererste Mal gespielt war bestimmt schon 2003 oder so, aber dass wir da mit Turnieren anfangen, das war 2006. Mhm. Was ist die Motivation für dich? Hättest du getragen, was gefällt dir so besonders gut an diesem Sport? Dass alle Leute... die selber mal spielen, selbst motiviert sind, dann weiter zu spielen, dass es ihnen Spaß macht, dass es gleich funktioniert bei denen und dass so eine Idee, wie weit so eine Idee kommen kann. Mhm. Dass ich zum Beispiel in eine Kochsendung eingeladen werde, hatte ich mir nie gedacht. Ja. Und zack, so weit das, ist es. Das ist Orga-TV, nur so geht live. Ja. Schön, ne? Ja, deswegen. Ja. Achso, ich habe vergessen, ich darf nicht vergessen, umzurühren sollte man tun, das ist wichtig. So. Dann hast du die WM erwähnt. Also ihr habt schon eine Weltmeisterschaft veranstaltet. Gab es schon mehrere? Wenn ja, erzähl kurz von der ersten. Genau, also jetzt letztes Jahr war die zweite WM, offizielle, und im Jahr davor war dann natürlich die erste WM. Die war in Kaiserslautern, da hatten wir 60 Teilnehmer und 10 Frauen. Ja, 10 Frauen haben mitgemacht. Und ja, die sind schon von überall angereist gekommen, um sich dann im Hedges zu messen. War eine schöne Veranstaltung. Wir haben uns um alles gekümmert. Aftershow, ganze Organisation. Das hört sich ganz toll an. Also der Sport wächst. Der Sport ist pausenlos am Wachsen. Ja, eine ganz steile Verlaufskurve hat das Ding. Sehr toll. Du hast eben die WM erwähnt mit dem Wachsen, dass es immer mehr wird während dieser WM. Ich erinnere mich an die Fußball-WM. In Kaiserslautern war es damals so, dass es während der WM um dieses Organisationsteam herum wahnsinnig viele Freiwillige gab, weil die es gar nicht alleine geschafft hätten. In Kaiserslautern hat es, wenn ich es noch richtig weiß, die Stadt selbst organisiert mit der Hilfe von ein paar externen Festangestellten oder bezahlten Kräften. Aber die hatten wahnsinnig viele Freiwillige. Macht ihr das auch so? Ja, im Prinzip hat es genauso angefangen, dass wir das ja unter Freunden gespielt haben und da hat dann auch freiwillig von denen jeder irgendwas übernommen. Einer von meinen guten Kollegen, der hat das Logo designt, hat er auch wunderschön gemacht, der studiert das auch. Dann andere kümmern sich um die Organisation vom Turnier mit mir zusammen und die Homepage und übernehmen da ganz wichtige Aufgaben oder dann die Auslosung und wer gegen wen spielt beim Turnier.
Da gibt es immer verschiedene Teams und bei Turnieren haben wir dann immer noch extra Teams dafür. Wie kriegt man denn die Leute dazu, dass sie freiwillig mitarbeiten? Im Prinzip sind die schon begeistert davon, dass sie jetzt im Headis sich da einbringen können, dass sie je nachdem, was ihnen mehr liegt, das machen können, was ihnen Spaß macht. Sie haben Spaß am Headis und dann auch Spaß an dem, was sie da übernehmen, an den Aufgaben. Ja, hört sich toll an. Ich habe inzwischen in den Topf Mais und Bohnen reingegeben, rote Bohnen und auch grüne Bohnen. An den grünen haben wir die Enden entfernt und haben sie geteilt. Die sind jetzt hier drin. Wir werden gleich noch die Puten dazugeben. Zu der Begeisterung der Leute, mitzuarbeiten bei einer WM, bei der Organisation einer WM, doch ein großer Aufwand ist, zeitlich. Man muss ein gewisses Engagement mitbringen. Dazu gehört ein gewisses Element, um diese Leute dahin zu bringen, und das ist die Faszination. Über Faszination haben wir auch einen kleinen Beitrag vorbereitet und den möchten wir jetzt im Folgenden kurz zeigen. Faszination, die Grundlage jedes Personalmanagements. Ein Geschäftsführer muss von einer Idee fasziniert sein. Eine Schichtleiterin von ihrem Chef. Ein Angestellter von seiner Arbeit. Und der Kunde von dem Produkt. Vapiano, ein innovativer Systemgastronom. Kulinarische Speisen, zubereitet in mediterraner Kochkunst. Herzlich willkommen bei Vapiano. Kennen Sie unser System? Bitte? Aufgrund der täglich hohen Frequenz ist ein strukturierter Arbeitsablauf von großer Bedeutung. Fasziniert von diesem Geschäftskonzept war Philipp Köth. Freude zeigen an der Arbeit, wenn man wirklich zu 100% hinten dran steht. Ja? Und das kommt dann einfach auf Knopfdruck oder weil ich hingehe zu den Leuten und sage, hör mal zu, du musst da lachen mit dem Gast oder du musst ein bisschen mit dem rumshakern, Verkaufsgespräche führen. Ja, das funktioniert da einfach nur, wenn der Angestellte davon überzeugt ist, von dem System, von dem Konzept. Ja? Und das gut findet und klasse findet und wie eben gesagt, halt nicht mit so einem Hals morgens zur Arbeit kommen. Das ist dann dementsprechend mein Stock und das macht Freude. Anna Lavera, eine von vier Schichtleitern, war auch direkt von dieser Idee begeistert. Ein Vapiano, in dem sich die Gäste wohlfühlen, die sich genauso wohlfühlen wie wir das erste Mal, die genau das fasziniert, die Atmosphäre, das Essen, die Mitarbeiter. Aus dem Grund ist uns genau dieses System aufgefallen, weil einfach die Mitarbeiter bei Vapiano, wie soll ich erklären, herzlich, freundlich, höflich, hilfsbereit waren. Und genau das fehlt heutzutage. Diese Faszination findet sich auch bei anderen Mitarbeitern wieder. Also das Arbeitsklima ist sehr locker. Das heißt, die Kommunikation mit den Gästen oder mit den Mitarbeitern, überhaupt mit den Kollegen, sobald auch wenn Teller runterfallen oder so, es wird nicht gesagt, oh Scheiß oder so, wird drüber gelacht, Witze drüber gemacht. Auch die Gäste selber sind dann automatisch lockerer beim Bestellen oder beim Essen von der Pass und haben davon auch Spaß. Das finde ich das Schöne hier im Vapiano. Und am Ende fasziniert ist der zufriedene Kunde. Ja, als ich das erste Mal hier war, da war ich total fasziniert von allem. Auch von der Einrichtung und vom Essen und die Leute waren alle super lieb. Die Einrichtung ist halt schön, ist rustikal, ist irgendwie gemütlich, es macht schon was daher. Das ist Live-Cooking, aber es wird alles ganz frisch gemacht, in einer tollen Qualität, wie ich das hier sehe. Und ich habe jetzt einen riesigen Hunger. Faszination, die von innen herauskommt, fasziniert auch andere. Während ich in meinem oder in unserem Personalmanagement-Eintopf rühre, hatten wir noch den Knoblauchfein, der gleich dazukommt als weitere Zutat.
Nochmal zurück zur Motivation. Ja. Motivation ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Wenn man mit Freiwilligen zusammenarbeitet, macht man ja auch verschiedene Erfahrungen. Ist dir da irgendwas Besonderes passiert? Irgendwas, was du erlebt hast? Ja, passiert eigentlich ständig irgendwas. Die Erfahrungen sind natürlich eigentlich nur positiv. Zum Beispiel auch vom Spieler, der jetzt nicht unbedingt der allerstärkste Spieler an sich ist, kommt aber zu jedem Turnier, fliegt dann relativ früh raus und übernimmt dann aber die Schiedsrichterrolle, also zählt die Punkte, macht das und wird so dann auch eingebunden. An dieser Stelle Gruß an Hans, ja, optimal. Ohne den Hans wird das nicht laufen, so schiedsrichtermäßig. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann haben wir in dieser Person Motivation und Faszination vom Sport schon vereint. Auf jeden Fall, 100%. Super. Der Mann lebt das. Ja, sehr schön. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Schluck Rotwein vielleicht dazu geben. Sicher. Sollen wir nie sparen mit dem Rotwein, habe ich gehört. Nein, Rotwein ist immer gut. Ja, das war ein kleiner Schuss. So, jetzt ja, machen wir ruhig noch einen dazu. Ja. Das sehr schön. Kurz umrühren. Riecht schon ganz gut. Schade, dass man es in der Kamera und zu Hause vom Bildschirm nicht riechen kann. Hier duftet es ganz lecker. Da du gerade diesen Hans angesprochen hast, ja, ein Thema, das mir dazu einfällt, wieder aus dem Personalmanagement, ist, es gibt im Personalmanagement verschiedene Theorien über die Menschen. Eine Theorie zum Beispiel, die sagt, dass ein Mensch grundsätzlich faul ist, nicht arbeiten mag und ja, lieber faulenzt, zu Hause sitzt und nichts macht. Auf der anderen Seite gibt es die Gegentheorie, die sagt, der Mensch empfindet Freude am Arbeiten, dem macht das Arbeiten Spaß, genauso wie das Spielen, wie der Sport auch. Also der tut das gerne. Das ist die eine. Dann gibt es eine andere Theorie, die geht aus davon, dass man einen Menschen entweder sachbezogen führen muss, sprich man muss sich konzentrieren auf, oh, das kocht etwas über, kleiner drin. Diese Theorie sagt, man müsste sich darauf konzentrieren, einen Menschen sachbezogen führt, sprich orientiert an den Zielen des Unternehmens, an Umsatz, an Gewinn, an sonstigen Zielen, die das Unternehmen erreichen will. Zum einen oder zum anderen wieder die Gegentheorie, die sagt, man soll sich an personenbezogenen Dingen orientieren, sprich man soll auf die Gefühle des Menschen eingehen, auf seine Bedürfnisse. Schmeckt er dir? Nee, ist gut, ja, ich höre zu. Ja. Ja, klar. Man soll auf die Gefühle des Menschen eingehen und soll sich eben nach der Person ausrichten. Also die beiden Dinge, geht es meinem Mitarbeiter jetzt gut oder schlecht? Oder als Gegenbeispiel dazu ganz krass, der Mitarbeiter ist mir völlig egal, ich will nur mein Ziel erreichen, was auch immer es jetzt ist. Wie macht ihr das, wenn ihr ein Event wie eine Weltmeisterschaft organisiert? Kann man da sagen, ich mache so oder so? Nee, ist so eine Art Mischform. Also auf jeden Fall ist das Ziel, wenn die WM da ist, muss das schon laufen und passen. Aber eigentlich wollen wir auch, dass jeder, der hilft, da dann mit am Start ist und seinen auch Spaß daran hat. Ja. Und seine eigenen Ziele dabei wahrnehmen kann und das auch tut. Also ihr habt eine Mischform zwischen beiden. Wir haben eine Mischform. Man muss das wahrscheinlich situativ entscheiden, was man gerade jetzt in diese Richtung oder in diese Richtung läuft. So sieht's aus, wie sagt Franz Beckenbauer, da muss man rechts wie links sein. Da muss man rechts wie links. Über die Führung von Menschen in der Praxis, über verschiedene Führungsstile, über die Direktion von Personen, haben wir wieder einen kleinen Beitrag. Den nächsten Film werden wir jetzt gleich zeigen. Film ab, bitte. Wie führt man Mitarbeiter? Das ist die zentrale Frage dieses Seminars für Führungspersonen. Hier wird sich mit Führung in der Theorie beschäftigt, aber auch Probleme, die die Praxis mit sich bringt, werden in der Gruppe diskutiert. Der Leiter dieses Seminars legt großen Wert auf die sinnvolle Verbindung von theoretischen Grundlagen und individuellen Erfahrungen aus der täglichen Berufspraxis, was ein breit gefächertes Publikum aus verschiedenen Berufssparten anspricht. Bei unserem letzten Treffen haben wir über die Theorie von McGregor gesprochen. Der unterscheidet grundsätzlich zwei Menschenbilder, nämlich X und Y. X ist der eher böse Mensch, in Anführungszeichen, der gar keine Lust zu arbeiten hat, der ein voller Sack ist, salopp gesagt. Und der Y-Mensch ist das Gegenteil davon, der gerne arbeitet. Wie sehen Sie das denn? Ist da was dran? Bitte. Nun ja, ich würde die Position unterstützen, die dafür plädiert, das Menschenbild Y anzusehen. Wieso? Denn die Theorie X führt meiner Meinung nach auf kurz oder lang dazu, dass ein Mitarbeiter unzufrieden wird und das schadet dem Unternehmen. Aha, andere Meinung? Ja. Nun erhält jeder Seminarteilnehmer die Möglichkeit, sich zu diesem Thema zu äußern. Heute wollen wir auf ein ganz spezielles Führungsstilmodell eingehen, nämlich das
Verhaltensgitter von Blake und Mouton. Blake und Mouton konzentrieren sich auf zwei Ebenen, haben dazu jeweils eine neunteilige Skala entworfen und eingerichtet, die zum einen in die personenbezogene Orientierungsdimension geht und zum anderen sich an der Sache orientiert. In dieses 9x9 Verhaltensgitter lassen sich nun 5 ganz charakteristische Führungsstile klassifizieren. Dazu habe ich ein Handout vorbereitet. Dieses Handout will ich jetzt austeilen. Gucken Sie sich die Merkmalsausprägungen an und überlegen Sie dann, wo Sie sich selber einordnen würden. Sind Sie mehr der personenorientierte Typ, der sich gerne mal mit den Problemen seiner Mitarbeiter beschäftigt, oder ist Ihnen das alles völlig egal und Sie gehen mehr auf die sachorientierte Ebene und gucken dann, welcher Mitarbeiter wie viel Umsatz macht, beziehungsweise wie viel Umsatz das ganze Unternehmen macht. Nehmen wir zum Beispiel den Führungsstil 1.1. Sowohl die Personenorientierung als auch die Sachorientierung sind beide sehr niedrig ausgeprägt. Die Charakterisierung dieses Typs, minimale Anstrengung zur Erledigung der geforderten Arbeit, genügt gerade noch, um sich... Nein, das geht so einfach nicht. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass Ihnen derselbe Fehler unterläuft. Es tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mich doch so intensiv mit diesem Patienten beschäftigt. Sie sind unvorsichtig und unkonzentriert. Ich weiß ja nicht, wo Sie mit Ihren Gedanken sind. Jedenfalls nicht bei der Arbeit. Und das zum Leid Ihrer Patienten. Ich kann diese Verantwortung leider länger nicht mehr übernehmen. Ich habe überlegt, Sie jetzt in einen anderen Aufgabenbereich zu versetzen, da Sie scheinbar im Moment dieser Position nicht gewachsen sind. Aber bitte verstehen Sie doch, meine private Situation ist im Moment echt nicht die beste. Meine Mutter ist schwer krank geworden, das habe ich erst letzte Woche erfahren. Ich weiß zwar, dass Privates auf der Arbeit nichts zu suchen hat, aber vielleicht können Sie mir einfach 1-2 Tage freigeben, dass ich einiges in meinem Privatleben regeln kann. Ihre private Situation interessiert weder mich noch Ihre Patienten. Sie sind ein Profi. Also müssen Sie Beruf und Privatleben trennen können. Das verlange ich einfach. Wie das gegenseitige Vertrauen und die Achtung der Mitarbeiter. So wie für heute. Ich danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön. So viel zum Beitrag über die Direktion. Was mich jetzt noch interessieren würde, denn wir hatten es gerade von den vielen Mitarbeitern, die ihr habt während der Organisation, während der Durchführung einer Weltmeisterschaft. Macht ihr das in Teams? Hat jeder seinen eigenen Job? Wie organisiert ihr das? Wir haben auf jeden Fall ein Team. Wir haben dann 2, die Teams koordinieren. Das war einer vom Hochschulsport Kaiserslautern und ich. Und dann gibt es zum Beispiel ein Team für Essen und Trinken, ein Team für die Anmeldung, ein Team, das sich darum kümmert, wer an welcher Platte spielt. Und ja, so läuft dann ins andere und ein reibungsloser Ablauf. Okay, also auch in Trendsportarten wird Teamwork groß geben, die Mitarbeit in Teams. Und es gibt im Personalmanagement eine schöne Theorie, die sagt, man hat innerhalb eines Teams für jede zu erledigende Arbeit einen Experten, den man sich da heranzieht. Über die Teamarbeit und über Experten in Teamarbeiten, über mögliche Ausprägungen, haben wir noch einen Filmbeitrag vorbereitet. Es geht jetzt um die Kooperation, um Gruppen oder Teamwork. Seit Tausenden von Jahren leben, lernen und arbeiten die Menschen zusammen. Sie organisieren sich in kleinen Teams oder in größeren Gruppen, um so ihre Ziele besser zu erreichen. Doch wie macht man sowas? Wie organisiert man eine Gruppe, um effizient an ein Ziel zu kommen? Die Wissenschaft kennt verschiedene theoretische Modelle zur Beschreibung von Gruppen- oder Teamarbeit. Eines davon, das besonders häufig vorkommt, wollen wir uns etwas genauer ansehen. Und da fahren wir jetzt hin. Stellen wir uns einmal vor, eine wichtige Einrichtung wie zum Beispiel die Feuerwehr wäre nicht organisiert. Im Notfall völliges Chaos. Doch zum Glück weiß bei der Feuerwehr wirklich jeder, was er zu tun hat. Wie das kommt, dass jeder weiß, was er zu tun hat, das erklären wir an dem theoretischen Beispiel des wissenschaftlichen Modells Gruppenpuzzle. Wir nehmen an, unsere Mustergruppe besteht aus 3 Personen, diese nennen wir die Stammgruppe. Unsere Stammgruppe bekommt die Aufgabe, ein Feuer zu löschen, sprich die Brandbekämpfung. Brandbekämpfung unterteilen wir in diesem Fall in 3 Teilgruppen. Jeder dieser Teilgruppe ordnen wir eine Person zu. Wir fangen an mit dem Angreifen des Feuers, fahren fort mit der Wasserversorgung sicherstellen,
und bauen eine Schlauchleitung auf. Damit jede dieser drei Personen ihre Aufgabe bestens erfüllen kann, lernen sie das nun in Expertengruppen. Jetzt sind wir bei der Expertengruppe für den Angriff. Wir haben aus der Stammgruppe unsere Angriffsperson rausgenommen. Die hat sich mit vielen anderen Personen, die genau das gleiche Ziel verfolgen, nämlich ein Feuer anzugreifen, zusammengetan und hat eine Expertengruppe gebildet. In dieser wird nun erarbeitet, wie man am besten vorgehen kann, um dann nachher dieses Wissen mitzunehmen, wieder zurück in die Stammgruppe und dort das Ziel mit der Stammgruppe gemeinsam zu erreichen. Nachdem unser A-Mitglied sich in der Expertengruppe erarbeitet hat, wie man ein Feuer am besten angreift, kommt er wieder zu uns zurück und unterstützt uns mit seinem Expertenwissen. So viel zur Theorie, doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Feuerwehren haben heutzutage weitaus vielfältigere Aufgaben zu erfüllen als nur das Löschen von Bränden. Denken Sie an Chemieunfälle, technische Hilfeleistungen, Strahlenschutz, Tschernobyl. Und wenn Sie mit Ihrem PKW mal gegen ein Hindernis fahren, dann kommt die Feuerwehr und schneidet Sie mit Schere und Spreizer wieder raus. Denn zum Glück gibt es bei der Feuerwehr für jeden Fall einen Experten. Lassen Sie uns nun das theoretische Modell von vorhin in der Praxis betrachten. Beispiel der klassischen Brandbekämpfung. Wir haben unsere Stammgruppe, nämlich die Löschgruppe, die aus 9 Mann besteht. Angefangen mit dem Gruppenführer, dem Maschinisten und dem Melder, dem Angriffstrupp, der zur Brandbekämpfung vorrückt, dem Wassertrupp, der die Wasserversorgung bis zum Fahrzeug bzw. bis zur Pumpe sicherstellt, und den Schlauchtrupp, der den Schlauch nach vorne bringt, sodass der Angriffstrupp Wasser hat. So wie bei der Feuerwehr funktioniert das Modell der Gruppenarbeit mit Experten übrigens in sehr vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, ein Ziel zu erreichen mit Ihrem Team, achten Sie doch mal drauf. Wie Teamarbeit funktionieren kann, haben wir eben gesehen. Nochmal die Frage an unseren Studiogast. Wie war das bei der WM? Die Teamarbeit, zum Beispiel bei Internetauftritt oder bei der Anmeldung zur WM, hat man sich dann auf der Seite angemeldet. Die Anmeldung ist zum Ersten gekommen, der hat die abgefertigt oder quasi erfasst, hat das dann weitergegeben an den, der die Spielpläne organisiert hat und die Gruppenauslosung gemacht hat. Der hat das dann eingegeben, je nach Rangliste, wie hoch der eingestuft wurde oder ob er in den Lostopf gekommen ist. Das wieder zurück auf die Internetseite, wurde veröffentlicht und dann ein paar Bilder dazu. Darum hat sich wieder ein anderer gekümmert und wieder ein anderer kümmert sich um die Berichte. So läuft das eigentlich. Am Schluss kommt einer, der Chef des Internets, der schaut einmal drüber, wenn es dann passt, dann läuft's. Sehr schön. Hades ist ja jetzt ganz spannend und das hat mir alles gut gefallen, was du mir erzählt hast. Wenn ich das gerne spielen möchte. Ja, natürlich ist Hades spannend. Was kann ich tun oder was muss ich tun, was brauche ich an Ausrüstung? An Ausrüstung brauchst du nicht viel, spannend ist es sowieso, Spaß macht's auch. Du kommst mit Sportkleidern an Hochschulsport, entweder in Saarbrücken, Kaiserslautern, wo auch immer, kann man auf Hades.com sich informieren, wo und wann die Trainingszeiten sind. Gut. Da ist immer ein Übungsleiter, der weist dich ein. Und das ist der Experte dann, was das Spiel angeht. Und so läuft's. Super. Also, liebe Gäste, wir haben gesehen, es gibt ganz viele interessante und spannende Themen hier bei OrgaTV. Wir werden uns jetzt von Ihnen verabschieden. Wir packen jetzt das leckere Essen auf unsere Teller. Den Eintopf werden wir jetzt probieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, bedanke mich vielmals fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank und tschüss. Angefangen, neue Schreibtischstühle zu bestellen. Du hast dein Gesicht nicht gesehen. Die machen mich aber fertig. Kann er mitmachen. Na, hören Sie mal, ich zahle gut dafür, dass ich sie so rumschweißen darf den ganzen Tag. Ja, ich bin einfach das. Rässig. Total scheiße. Hast du doch gerade beantwortet, du Idiot. Ja, ich auch mal. Mach mal die Kamera aus.